Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Dragons Erstkaufangebot. Es ist unser einjähriges Jubiläum. Alles klar, richtig geil. Katapultierender Kumpan. Alter, optisch richtig cool, der Drache. Kann man nicht sagen. So, dann checken wir erstmal unseren Ohnezahn. Was hat der uns mitgebracht? Mann, 6 Mille Holz. Richtig bitter. Ich wollte ein Drachenei. Das wäre auf jeden Fall richtig lässig gewesen. Hätten wir das gekriegt. Wisst ihr, welche das ist? Wenn ja, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. So, dann sage ich hier mal nein, danke. So nehmen wir leider nicht mit. Die Runen haben wir eh nicht auf Tasche. Von daher ist es so wie das. Dann gucken wir hier erstmal rein. Schockrachen, Holzklau, katapultierender Kumpan. So, Alter, eine Stunde sammelt der aber nur. Das ist natürlich richtig assi, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich jetzt nicht so cool, trotzdem mit ein exklusiver Drache ist. Als so starke Sony. Von daher, naja, keine Ahnung, ich suche ihn trotzdem, eine Stunde dauert's, so, zack, lassen wir ihn einfach mal losfliegen, dann würde ich sagen, schicken wir unsere Drachen erstmal neu los, das ist natürlich immer mit das Wichtigste, um weitere Materialien zu bekommen, aber da brauche ich euch, denke ich mal, nichts erzählen, da wisst ihr selber Bescheid, von daher bin ich einfach ruhig zu dem Thema, sagen wir so, dann jetzt hier weiter. Mann. So, hier sieht es erstmal überall schick aus. Können wir hier auf jeden Fall weitermachen? So, unsere Bienen. Knochenräuber Beta auf Level 80. Echt coole Drachen. Optisch sieht er echt geil aus, finde ich. Was sagt ihr dazu? Also mir gefällt er. So. Cooler Drache auf jeden Fall. Gut, wie ihr sagt, der sammelt erstmal wieder Fisch. Wie ihr seht, sammelt er echt gut Material. 6 Stunden, 15 Minuten und dann jeweils 1,26 Mille Fische und Holz pro Stunde. Wie ihr sagt, steht hier unten, das mal 6. Ist echt heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Von der Stärke her, naja, okay. So, dann gucken wir mal weiter. Was gibt es hier noch so? Hier haben wir alles losgeschickt, würde ich sagen. Dann checken wir einfach mal unsere Akademie. Da ist noch ein Drache ist fertig. Zwei brauchen noch ein bisschen, aber auch nicht mehr allzu lange. 37 Minuten und 42 Sekunden braucht der. Ich weiß ja nicht, welcher das ist. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Donnerpolter vielleicht. Wir gucken einfach mal, wer hier fertig ist. So, den humpelnden Grunz habe ich jetzt auf 55. So, dann machen wir gleich mal weiter hier. Da haben wir den Hackadu, der ist auch schon auf Level 37. Ich würde sagen, den pimpen wir und schicken den nur gleich nochmal los. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr genauso machen? Ich denke schon. So, machen wir keinen Fehler lesen. Ich schicke den gleich mal los. Klar, wir haben noch ganz viele andere Drachen. Aber drauf hier schüssen. Haben wir hier den Rumpelhorn, den hätten wir natürlich auch losschicken können. Der braucht aber deutlich länger, wenn wir den jetzt pimpen und nochmal losschicken wollen. So, von daher lasse ich das erstmal. Wir können uns aber auf jeden Fall mal nochmal hier unten den exotischen Hackadu angucken. Wo ist er? Da ist er. Der ist auf Level 39 bei mir. Cooler Drache, sammelt zwar nicht allzu viel, aber vom Optischen ist er auf jeden Fall richtig Hammer. Ich finde ihn geil. Wenn ihr ihn schon mal gesehen habt, denke ich schon, dass er euch gefällt. Also ich finde ihn auf jeden Fall richtig lässig, sagen wir es so. So, dann gucken wir weiter, was können wir noch machen. Hier haben wir alles losgeschickt. In der Akademie ist auf jeden Fall wieder Bambule. Dann würde ich sagen, checken wir einfach mal Valkas Zuflucht. Beziehungsweise unseren Drachen, der zurückgekommen ist. Hier haben wir den Sturmschneid. Bis jetzt hatte ich immer Pech. Und ich denke mal jetzt auch wieder, ja, ich wusste es. Und guck mal, was sich, wie weit es sich verändert. Kein bisschen. Ist richtig bitter. Müssen wir nochmal losschicken. Wie gesagt, unser Ohnezahn ist on Tour. Alle Drachen haben wir losgeschickt. Im Event, unser Ohnezahn sucht hier den katapultierenden Kumpan. Auf jeden Fall ein cooler Drache. Also drei Drachen können wir bekommen, wie ihr seht. Den Schockdrachen, den Holzklau und den katapultierenden Kumpan. Ja, drei coole Drachen, finde ich. Kann man nicht anders sagen. Materialtechnisch sind sie okay. Trotzdem der Holzklau ganz schön abgespeckt ist. Also ist nicht mehr allzu dolle. Aber der Schockdrachen ist auf jeden Fall ein super Fischsammler.
Und der katapultierende Kumpan ist natürlich für Holz zuständig. Leider nur eine Stunde, das ist bitter. Das finde ich ein bisschen doof, aber so ist es eben. So, was haben wir noch? Hier können wir mal reingucken, die Runensammlung. Ah, okay. Können wir hier, der grüne Tod, da habe ich auch schon ein paar Materialien am Start. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr da alles so habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin nur am Sammeln. Ich hoffe, dass ich es bald irgendwie auf die Kette kriege, alle zu bekommen. Dann haben wir hier den leuchtenden Fluch, den greifenden Gründling. Auch ein geiler Drache, hätte ich natürlich auch gerne den Typen. Und dann gibt es hier noch eine Runensammlung. Aber ich würde sagen, ja, wir hätten das entweder so machen können, hier Johanns Schiff oder jenen dann gleich quer rüber zu ihm. Können wir uns überlegen. So, können wir nicht kaufen. Doch, können wir. Hier können wir den Tausch besiegeln für 90.000 Fisch. Machen wir. Die für Runen lasse ich, ist mir zu bitter. Die Runen hierfür aus auf den Kopf zu kloppen. Von daher finde ich es nicht allzu gut. Aber wir kommen auf jeden Fall langsam immer mal wieder ein Stück näher. Wie gesagt, drei Drachen haben wir im Training. Von daher passt es. Ich würde sagen, wir können uns so jetzt noch ein paar Drachen angucken. Aber das können wir auch beim nächsten Mal machen, würde ich sagen. So, ich sammle noch mal kurz ein paar Materialien ein. Dann könnt ihr hier unten mal einfach links gucken. Dann seht ihr noch mal meine Drachen, die ich hier am Start habe, auf welchem Level. Von daher brauche ich auch nicht weiter zu sagen. Wisst ihr erstmal, wie sie so drauf sind? So, haben wir hier, da waren wir schon überall, denke ich. Dann können wir hier drüben weiter gucken. Dann haben wir hier den Funkenhüstle. Dann kommt der Sandgeist hier, oder? Der Hackadu. Dann der Schrecken der Meere, auch ein geiler Drache auf alle Fälle. Den müsste ich eigentlich noch ein bisschen pimpen, weil ich den echt extrem nice finde. Aber wir können mal gucken, hier um hier anzugreifen, brauchen wir auf jeden Fall ein paar stärkere Drachen. Wie ihr seht, sehr, sehr gering. Habe ich schon ein paar Mal probiert. Immer abgekackt, weil ich habe zwei Drachen, die hier relativ viel abkönnen. Aber ich brauche auf jeden Fall welche, die angreifen können. Von daher ist es sinnvoller. Deshalb würde ich sagen, werde ich hier dann nur noch ein paar Drachen pimpen. Ich weiß zwar noch nicht so richtig wenig da nehme, aber ihr könnt mir vorstellen, dass es hier der Sandgeist und der ohne Zahn wird. Ich weiß ja nicht, was ihr machen würdet. Würdet ihr die hochpimpen oder hättet dann noch ein paar andere Drachen auf dem Schirm? Eventuell den Schrecken der Meere oder den. Ach ne, den können wir ja nicht pimpen, der ist ja schon auf 80. Der leuchtende Fluch, von daher fällt es flach. So, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch dazu denkt, mit wem ihr kämpfen soll, um hier erfolgreich zu sein. Ob ich es so lassen soll oder ob ich hier vielleicht noch ein paar andere Drachen mit ins Boot schicke. So, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Hier gibt es ja so ein Fragezeichen, könnt ihr euch nochmal die Kampfhilfen angucken. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber hier kann man es halt tun. Kann man hier nochmal raufklicken, hier unten lesen, was ist los, Fernschussschiff. Dann können wir hier gucken, Angriffsschiffe, was gibt es noch, gepanzertes Schiff. Dann gibt es hier Räuberflotte, was gibt es noch, Versorgungsschiff und natürlich das Flaggschiff. Dann haben wir hier zu den Drachen, klassischer Scharfschütze. Dann haben wir hier den gnadenlosen Angreifer. Und hier oben haben wir den starken Verteidiger, also die drei verschiedenen Drachenarten gibt es. So, dann hier das Leuchtsignal, um unsere Drachen woanders hinzuschicken. Den Katapult, der ballert natürlich auf die Schiffe. Hier ist die Abwurfzone, da klatschen wir unsere Drachen drin. Dann haben wir hier die Kampfenergie. Dann haben wir hier die Resistenzleiste vom Gegner. Ist natürlich immer sehr wichtig, hier vor dem dritten Schlüssel fertig zu werden, aber es wird natürlich auch immer schwerer. Und dann haben wir hier natürlich noch den Rückzug-Button. Den brauchen wir oft nicht, wenn, dann will ich auch verkacken von alleine. Gut, wie gesagt, erstmal sind wir durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.